Weltläden sind die Fachgeschäfte für den fairen Handel. Und so einen Weltladen gibt es jetzt auch im Stadtzentrum von La. Die Weltläden werden von Vereinen oder Privatpersonen geführt. In La gibt es dazu den Verein Welteinladen mit Obfrau Erika Weigl überall. Heaven help the black man if he struggles one more day. Heaven help the white man if he turns his back away. Heaven help the man who kicks the man who has to crawl. Heaven help us all. Heaven help us all. Die Weltläden sind die Fachgeschäfte für den fairen Handel. Und wenn wir, also jeder Weltladen, der garantiert, dass im Laden einfach nur Produkte verkauft werden, die zertifiziert sind. Der Fairtrade ist natürlich die beste Alternative und hier das einzige Mittel, hier eine Veränderung im Wirtschaftsleben und im Wirtschaftsdenken zu bewirken. Und darum haben wir auch gesagt, hier wollen wir ansetzen. Und wir haben auch gemerkt, es gibt immer mehr Menschen, die halt auch bewusst einkaufen, die bewusst wissen wollen, woher kommt dieses Produkt, wie ist dieses Produkt entstanden, und wollen nicht mehr einfach nur Massenkonsum betreiben. Und da seid ihr beide mit eurem Team die Ersten, die gesagt haben, wir beginnen hier, wir starten hier, um Bewusstseinsbildung zu schaffen und zumindest einen kleinen Beitrag zu leisten, dass ein fairer Handel entstehen kann und dass dieser Gedanke, diese Welle, sich um die ganze Welt ausbreitet. Das ist etwas, was es gibt nichts Schöneres für einen Bürgermeister, das zu sehen, dass Menschen miteinander etwas bewegen und miteinander zum Guten bewegen. Der faire Handel, der beschäftigt sich ja mit den Handelsbeziehungen, mit dem Süden. Und es geht darum, es geht eigentlich nicht um die Gewinnmaximierung, sondern es geht darum, dass alle Partner, die an dieser Handelsbeziehung beteiligt sind, einfach gut leben können. Also bei uns im Laden gibt es Produkte, die haben alle eine Geschichte und man kann diese Geschichte bis zum Produzenten verfolgen. Der faire Handel steht einfach dafür, dass die Menschen kostendeckend arbeiten können und sie bekommen darüber hinaus einen Zuschlag, wenn sie biologisch arbeiten. Sie bekommen auch Zuschläge für soziale oder Infrastrukturprojekte. Fairtrade umfasst ja eine ganz breite Produktpalette, von Rosen über Kleidungsstücke, Körbe etc. Was gibt es jetzt hier in La zu kaufen? Bei uns in La wird es geben die breite Palette von Nahrungsmitteln, angefangen bei Kaffee, Tee, Kakao, Reis, Gewürze, natürlich die ganz leckeren Schokoladen, die schokolierten Nüsse, Früchte. Dann wird es geben natürlich auch Kunsthandwerk, ganz wunderbare Sachen aus den unterschiedlichsten Ländern, wo jedes Kunsthandwerk wirklich seine eigene Geschichte hat. Und natürlich auch werden wir Fairtrade-Kleidung anbieten. Wer verstärkt euch hier im Team? Ja, unser Team wächst stetig. Mittlerweile sind wir, glaube ich, an die 20 Menschen, die wirklich mitarbeiten wollen. Und wir sind einfach wirklich sehr überrascht gewesen, wie viel Zulauf wir haben und wie groß die Akzeptanz ist, nicht nur die Akzeptanz, hier einzukaufen oder hier uns zu begleiten und zu unterstützen, sondern auch wirklich auch mitzuarbeiten. Jetzt ist heute die große Eröffnung hier im Weltladen. Man sieht, es tut sich schon einiges. Im hinteren Bereich des Geschäftes wird ja auch der Bauernladen ein neues Zuhause finden. Genau, das wird dann natürlich eine wunderbare Ergänzung werden, um die regionale Schiene abzudecken. Und Fairtrade bezieht sich ja nicht nur auf international, sondern auf regionale Produkte. Und wir sind natürlich sehr erfreut und schon sehr gespannt, wenn dann der Bauernladen zu uns hier einzieht. Der Weltladen steht besonders für Fairtrade natürlich. Wir haben das vorher im Interview gehört, da geht es vor allem auch um diese Transparenz.
Sie selber fahren ja sogar zu den Produzenten und schauen sich vor Ort an, wie produziert wird und ob auch alles quasi richtig vonstatten geht. Ja, also ich bin von der Firma EZA Fairer Handel. Wir sind die Importorganisation und beliefern die Weltläden dann hier in Österreich und sind auch immer wieder natürlich vor Ort bei unseren Produzenten. Und eine der Fragen, die uns am meisten gestellt wird, ist, ob das Geld auch wirklich dort ankommt, wo wir sagen, dass es ankommt. Und das kann ich wirklich bestätigen, dass dort ganz tolle Initiativen zustande gekommen sind vor Ort bei unseren Partnern. Und vor allen Dingen die beste Auswirkung ist eigentlich, dass die Menschen nicht reich geworden sind, sondern sie sind selbstbewusst geworden und somit ist eigentlich Empowerment, zu Deutsch Ermächtigung, so das, was am meisten bewirkt wurde durch den Fernhandel. Wo waren Sie da zum Beispiel schon? Welche Produzenten haben Sie besucht? Wir waren letztes Jahr, also wir machen auch immer wieder Reisen mit den Weltläden zusammen und waren letztes Jahr in Honduras und Guatemala, wo wir speziell in Honduras auch die Partnerinnen von unserem Frauencafé Adelante besucht haben. Und es war ein sehr spannender Besuch, weil in einem lateinamerikanischen Kontext, wo eben sehr viel Machismo vorherrscht, ist doch was Besonderes, ist, wenn Frauen Land besitzen und wenn sie selbst ihren Kaffee vermarkten und selbst das Einkommen haben. Und die eine Frau von der Dolores Benitez hat dann erzählt, bei einer Kaffeekooperative sind die Männer befragt worden, was sie mit der Prämienzahlung des fairen Handels machen wollten. Trinkwasser oder Sportplatz? Die haben für den Sportplatz gestimmt. Und wenn Frauen stimmen, dann stimmen sie immer was für die Familie oder für die Kinder. Also eigentlich kommt da mehr Entwicklung noch in Gang, als wenn Männer bestimmen. Was wünschen Sie dem Weltladen hier in La? Ja, dass er natürlich so erfolgreich wird, wie er jetzt aussieht. Und ich freue mich ganz arg, dass doch nach 40 Jahren fairen Handel immer noch ein Wachstum in Österreich da ist. Und ja, ich finde es ganz toll, dass hier das Team die Initiative ergriffen hat und jetzt auch für den fairen Handel in La einen Raum geschaffen hat. Das Team des La-Weltladens freut sich von Montag bis Freitag von 8 bis 18 Uhr und samstags von 9 bis 17 Uhr auf ihren Besuch im Haus Stadtplatz Nummer 18. Außerdem gibt es die Möglichkeit, den Verein zu unterstützen. Dazu wurde ein Crowdfunding-Projekt gestartet. Informationen dazu gibt es unter www.startnext.com/weltladen-la.